Doch, weil... Nur ich als Frau, ich möchte bitte jetzt unterjocht werden. Ja. Tipptopp. Tippitoppi, Robin. Ja. Tippitoes. Mit diesen Tippitoes tippel ich hier in den Podcast rein. Mit Tabby Toast? Tabby Apfel meinst du? Tabby Apfel auch, ja. Wir haben gerade schön Apfel uns eingepflegt, damit wir euch nicht vollschmatzen. Prä-Podcast. Wir haben gesprochen über blaue Haken und grüne Äpfel. Ja, meine Lateinlehrerin hat mal über Haken, Kreuze und Punkte geredet. Mhm, cool. Sie hat unsere Arbeit zurückgegeben und hat gesagt, ich habe hier jede Menge Haken, Kreuze und Punkte drauf gemalt. Ah, okay, ja, Haken, Kreuze, okay, ja. Verstehe. Hat kurz gedauert. Gut. Ja, da hat sich die Klasse sehr gefreut. Und das war die Klasse von 44. Und die 6 hatten, die haben gleich so einen Winkel bekommen auf die Arbeit quasi. Ja. Oh Gott, hallo Leute, na, das ist aber schön. Hört ihr schon raus, dass Tino zurück ist? Ich bin back aus dem Urlaub. Ich muss gestehen, ich habe die noch nicht gehört, die Folge mit Herodes und dir. Ich bin auch back wie ein Kerl. Ja, gut. Ja, das hat ja Herodes witzigerweise in der letzten Folge gesagt. Tino hört das eh immer nicht, wir können ja richtig schlimme Sachen machen. Ja, manchmal schon. Also ich habe die oft nachgehört, aber erst so ein halbes Jahr später, damit ich mich erholen konnte von dem Schlag, als ich ersetzt worden bin. Durch Herodes. Nein, er macht das ja richtig toll. Aber ich hatte keine Zeit, weil ich war im Urlaub. Da war ich nur im Stress. Ich war in England. Ich war nur im Stress. Ich musste King Charles, also den, jetzt ist er ja auch der offizielle King. King Charles musste ich vorbereiten auf seine Königszeit und so. Hm. Habe ihm nochmal Workshop gegeben zu sexueller Vielfalt und Safer Sex. Genau, und musste ihn so ein bisschen unterstützen. Dahingehend. Nicht, dass der sich jetzt nochmal fortpflanzt, ey. Nee, weil Königin mit HIV ist einfach, also es wirkt nicht gut auf dem Parkett, sag ich mal. Hm. Deswegen habe ich ihn nochmal beraten, wie er sich's nicht holt. Aber insgesamt war schön, ja? Oder ach, willst du da nicht drüber reden hier vor dem Millionenpublikum? Ach, ich kann ruhig erzählen, dass ich bei Heathers war, dem Musical im Other Palace. Richtig geile Inszenierung. Und wir haben Otobuke Beaver gehört. Eine japanische Punkband. Richtig cool, also hat Spaß gemacht. Wir waren 4 Tage dort, Linksverkehr. Es war sehr, sehr verwirrend tatsächlich. Linksverkehr, da hast du dich richtig wohl gefühlt. Übelst. Endlich mal links vor rechts. Nee, so war es ja nicht, aber ich war verwirrt am ersten Tag, so dass irgendwie dann als wären Geisterautos gefahren. So, ich guckst so zum Fahrer und denkst so, hä, es ist sogar keiner. Dann war links, ach okay, andersrum. Das war echt witzig, aber England ist so geil, Alter. Es ist so, es war gutes Wetter. Wir waren auch in Brighton, haben uns das angeschaut, den Strand dort und haben vegan gegessen. Pizza und Burger. Einfach nice. Hm. Und es ist so organisiert, Alter. Die Zugfahrten dort waren so entspannt und überall stand, welchen Abteil du bist und so. Du konntest alles mit Karte zahlen. Echt bei jedem kleinsten Bäckereiladen mit Karte zahlen. Wir haben den 4 Tagen. Finde ich jetzt nicht unbedingt für mich ein Vorteil. Für dich nicht, also für uns schon. Ich habe das Gefühl, man gibt viel mehr Geld aus, wenn man nicht sein Bargeld verwendet. Ja, wir haben uns extra so eine Kreditkarte geholt, quasi, um halt unser Urlaubsbudget drauf zu laden und dann damit bezahlen zu können. Wir haben nicht einmal bar bezahlt nicht Wochenende, aber an den 4 Tagen, in denen wir dort waren. Es war großartig. Ja, mir liegt die ganze Zeit auf der Zunge, man kann auch nach England, indem man Analverkehr macht. Egal. Lassen wir das. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Also ich kenne nur London Bridge quasi als irgendwie Sexstellung oder so. Nee, das kenne ich nicht. Okay. Es geht nur um, also mir ist gerade... In den Arsch fahren meinst du, wo es stinkt? Nein, mir ist nur gerade jetzt aufgefallen, dass das Wort eng da drin steckt. Und ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das war für mich irgendwie immer klar, dass das England, Englisch irgendwie, aber... Doch, als Kind dachte ich schon manchmal, England? England, oh, das ist alles so eng und so. Doch, also ich habe das schon... Ja. Visioniert. Oh. Gut. Ja, Kind. Schön, dass du eine gute Zeit hattest und mich hier zurückgelassen hast in meiner Trauer und Einsamkeit. Ich muss dich auch mal Flüge werden lassen. Ich kann nicht immer nur mich um dich sorgen. Ich dachte gerade, nach deiner OP ist der beste Moment gekommen, um dir zu zeigen, du kommst doch ohne mich klar. Du hast hier deinen eigenen kleinen blauen Haken hier am Arm. Das stimmt, ja. Mit deinem Verband. Ich dachte, das schafft doch alleine der Rups. Ja. Ja, es geht wieder besser. Also ich kann es nicht auflegen und mir macht gerade ein bisschen Sorgen, dass das hier doch eher gewölbt aussieht, weil eigentlich hat er ja alles rausgeholt. Das ist die Erstverschlimmerung, weißt du? Ich hoff's. Nach der Globuli. Also meine Narbe ist auf jeden Fall dann größer, als ich dachte. Die ist schon 10, 12 Zentimeter lang und ich dachte... Aber Narben sind cool. Ja, da mache ich mir noch nichts draus. Es war nur so,
auf dem Zettel stand halt drauf, dass man das endoskopisch machen kann durch ein winziges Loch. Und dann sehe ich das erste Mal und dann ist da halt so ein riesen Schmerz drin, weißt Ich finde Narben richtig geil. Ich finde das cool. Ich habe auch eine hier im Hals. Noch nie Ich muss gesehen. kurz gucken, wo, welche Seite. Glaube ich hier. Ich weiß gerade gar nicht. Irgendwo muss ich hier eine OP-Narbe haben, eine Ja, so eine kleine. ganz kleine, Genau, da hatte ich nämlich was drin, was raus musste. Und noch eine OP-Narbe, die kann man aber nur sehen, wenn man mich ganz nah kennt. ja. Okay, da musst du erst erobert werden für. Ist so. Ja, schön. Ich finde Narben cool und auch, ich habe mal jemanden gedatet, der hatte auch so ein Gesicht, so eine fette Narbe. Und ich dachte, oh, Harry nice. Potter? Okay, es ist raus. Es war Harry Potter. Schön. Ja, ein saftiges Aloha von Tonsteine Scherben und Rohrbach-Hotzenplotz. Quasi so ist es. Ja, schön, dass ihr euch wieder hier versammelt habt. Bei Ausgabe 203, glaube ich. Und es ist diese Woche auf jeden Fall mehr passiert als die letzten 3 Wochen, weil wir hatten ja die letzten 3 Wochen immer relativ lowe Zahlen. Das Auch stimmt. gestern, letzte Folge mit Herodes, hatten wir, glaube ich, auch nur eine 2 gegeben und keine Lieder eingepflegt in die Playlist. Könnt ihr ruhig machen, mir einfach schicken, dann kann ich die reinmachen in die Playlist. Na gut, Ich habe ja den hätte. Spotify-Zugriff. Ach, Herodes hätte eh wieder nur 10 Minuten überlegt und hätte dann wieder irgendwas von seinem Bruder genommen oder Ach so. so, ja, stimmt. Das Boring. müssen wir uns nicht geben. Ich habe auch ein paar Themen und habe für den Einstieg ein kleines Quiz für dich wieder, was Geil. passiert sein könnte. Und zwar, eine bekannte Künstlerin hat angekündigt, den Toten Hosen-Song an Tagen wie diesen zu covern. Oh Gott. Und wer ist es? Ich habe 4 Möglichkeiten. Anastasia, Shakira, Andrea Berg oder Beyoncé. Also Beyoncé. Eieieiei. Wer covert an Tagen wie diesen von den Toten Also Hosen? ich sage mal so, pass auf, Ausschlussverfahren. Andrea Berg wird es nicht sein, glaube ich, weil das so naheliegend ist, weil sie die einzige Deutsche ist. Also ist es bestimmt eine von den Internationalen. Kann aber voll eine Finte sein, Kann ne? auch eine Finte sein, ja. Aber ich lasse dich nur teilhaben an meinem Denkprozess. Ja. Shakira wäre ich sehr entsetzt, weil das ist ja meine große Heldin und außerdem, also die zahlt keine Steuern, deswegen ist die blöd, aber trotzdem ist das ja eine begnadete Sängerin, Das ja. stimmt. Da wäre ich sehr entsetzt und dann bleibt nur noch Anastasia und Beyoncé. Beyonce. Und für Beyoncé ist das, glaube ich, irgendwie zu allmannig, deswegen sage ich, es ist Anastasia. Oder was wäre es? Anastasia, und es Ja. ist Anastasia tatsächlich. Tja, tja. Und ich war übelst überrascht, dachte, what the fuck, es kann doch nur eine 1. April-Meldung sein, ganz alte, die mir hochgespielt worden ist. Aber nein, sie will Songs covern, die wohl irgendwie, die sie richtig toll findet. Und da ist das mit dabei. Und da hat Campino himself, ja, King Campino, der Letzte, hat extra für sie auch den englischen Text dazu geschrieben. Oh, ein englischer So, Text, soll da das wird auf also auf Deutsch Englisch singen? sein, genau, das ist der Nachteil, aber der heißt dann irgendwie Best Days oder so. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich hasse ja diesen, ich finde den echt richtig schlimm, den Song. Aber vielleicht von ihr gesungen. Den hat auch die CDU rauf und runter geleiert bei Das ihrer auch. Wahlkampagne und so. Ja. Geil. Kennst du mal Christian Lindner, dieses Video, wo er auch am Mikrofon ist und singt? Hurra, wir leben noch. Nee. Wir leben noch. Richtig peinlich. Aber ich habe von dem eine Werbung gesehen für Poker oder ein Casino oder irgendwie sowas. Christian Das, Lindner? nee, nicht Christian Lindner, Till Lindemann. Till Lindner, ah. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade irgendwie an Till Lindemann gedacht, weil wieder tote Hosen irgendwie. Christian Lindemann, genau. Ja. FDP. Der Markt regelt das. Doch, ist eigentlich witzig. Stimmt. Da ist Potenzial. Doch. Christian Lindemann. FDP-Steuern, ja, nicht gut. Ja. Ich schreibe mir diese Idee mal ganz kurz auf. Man weiß ja nie. Liberalstein, na, wäre witzig. Jedenfalls freue ich mich sehr auf diesen Song von Anastasia und auf das Album, das Coveralbum, weil ich bin ja auch ein Fan von Covers, wenn die gut sind. Und Wow, kontroverse Meinung. nee, aber gibt ja auch Ich Menschen. mag gute Sachen. Ja, es gibt Menschen, die mögen ihre Coverversion nicht so gerne. Aber also ich finde es furchtbar, oftmals, wenn das so aufgepimpte Songs sind, irgendwie wie jetzt irgendwie. Hier von Blue gab es hier I'm Blue, da gab es eine ganz furchtbare neue Version auf Englisch und neu umgeschrieben. Sowas mag ich ja nicht. Aber wenn so KünstlerInnen und Bands einen Song nehmen und den irgendwie so zu ihrem eigenen machen, dann ist es richtig geil. So passiert, ist auch schon Spoiler für quasi die Spotify-Playlist. Meine Oh Lieblingsband Ghost, einer meiner Lieblingsbands, covert ja auch sehr gerne mal und immer besser als die Originale. Und die haben jetzt von Genesis Jesus, He Knows Me gecovert.
Jesus, he knows me. Hm. Und es ist so geil geworden. Und es ist auch noch mal aus ihrer Sicht, weil sie ja so eine satanische Hardrock-Band sind, noch mal eine ganz andere Note. Und der Song ist so gut geworden, richtig geil. Ja, das hat mich vor 2-3 Jahren richtig verunsichert, als ich plötzlich Genesis und Phil Collins cool fand. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, bin ich jetzt mein Vater? Wenn man alt wird, wird man Genesis-Fan, das ist so. Ich mag die auch. Ja, ich habe da jetzt nicht so viele Hits, aber also diese typischen Banger, die haben mir plötzlich zugesagt. Ist so, ja. Selbst dieses übelst nervige eigentlich, I Can't Dance. Ah, okay. Ja. Es ist geil. Nee, das ist eigentlich übelst nervig und trotzdem finde ich es gut. Es ist halt so super, super ironisch auch. Ich bin halt, ich liebe Phil Collins Humor. Man denkt immer so, ja, der macht so christliche Popmusik, aber irgendwie war er immer sehr selbstironisch und fand seine Videos immer so großartig und seine Selbstironie in den Songs. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall alt offiziell. Aber zum Glück mag ich auch Ska, das hält jung. Ich habe nämlich einen Faible für Ska-Covers. Das sollte keine Überraschung sein. Aber diese ganzen Chartbreaker, die da rauf und runter laufen, die feiere ich nicht so. Aber wenn ich die dann in Ska-Version höre, dann ist halt wieder richtig geil. Und auch so Balladen, die dann auf Punk gemacht sind, die dann so poppig sind. Mhm. Da gab es von I Believe I Can Fly so eine ganz bekannte Punk-Version, die ich richtig geil fand. Kenne ich nicht. Aber klingt. Zeige ich dir mal. Mache ich in die Playlist rein. Geil. Übrigens muss ich mich noch ganz kurz entschuldigen. Ich habe mich nämlich bei der letzten Ausgabe, wo ich da war, versprochen einmal. Mehrfach. Ich habe mich zweimal geirrt. Einmal nämlich bei Faisal Kawusi. Da warst du rassistisch. Ich habe nämlich kurz bevor ich hergelaufen bin, noch über den Artikel gelesen und habe das dann vertauscht mit Abdel Karim. Und Abdel Karim ist ein cooler Typ, den mag ich voll gerne und Faisal gar nicht. Hab die halt vertauscht, nämlich das in Duisburg war Abdel Karim nämlich da vor dem Attentat und hat das Fitnessstudio verlassen. Das als Korrektion. Und Michael Schumacher, das KI-Interview, wurde wohl doch deklariert, aber da habe ich mich nämlich auch einfach also verlesen gehabt, habe es nicht richtig gecheckt. Dem Artikel, den ich gelesen habe, haben die nämlich kritisiert, dass es nicht ersichtlich war auf den ersten Blick, dass es von der KI generiert worden ist, dass Omas wohl drauf reinfallen, ganz einfach. Darauf habe ich mich verlassen. Ja, aber das natürliche Auslese. Ich habe den Artikel nochmal gelesen und da kam explizit raus, es wurde deklariert, aber halt nicht so eindeutig. Und manche, also gerade so Omas und Opas, die diese Zeitungen kaufen, die hätten es leicht überlesen können. Das war der Aufmacher. Selbst, also ich weiß ja nicht, wie das da steht, aber wenn der Oma liest, dieser Text wurde KI generiert, dann checkt die das doch nicht, was das bedeutet. Genau, das meinten die auch in dem Artikel. Und deswegen habe ich das einfach vercheckt gehabt. Deswegen großes Sorry für mein Viertelwissen, was ich hatte. Aber seid ihr ja auch ein bisschen gewohnt. Und wir geben ja auch, wir sind wie eine Unterrichtsstunde, ja. Wir geben euch noch auf, nach der Ausgabe alle besprochenen Themen nochmal zu recherchieren und zu überprüfen. Und das war wieder für Scheiße gelabert. Das war quasi ein Test, liebe Leute, und ihr habt es rausgefunden. Das waren die beiden kleinen Holperlichkeiten, die ihr rausgefunden habt. Glückwunsch. Twitch macht auch einen Test mit Amorant. Das ist nämlich jetzt das 6. Mal, dass sie gebannt wurde. Das ist die sich da immer so regelt und so. Ja, aber ich dachte, Woche das 6. Mal. Ich dachte, die wurde von ihrem Freund irgendwie so gezwungen, sich auszuziehen. War das nicht die? Auch, aber das ändert ja nichts daran. Dass jetzt mache ich es freiwillig, wuhu! Ja. Andere Personen würden an dieser Stelle sie einer gewissen, und ich zitiere, Hurigkeit bezichtigen. Das ist nämlich eine Sache, die richtig durchs Netz gepeitscht wurde. Da hat nämlich ein anderer Streamer, und zwar der Elias N97, glaube ich, wenn ich es gerade hier irgendwo finde, hat über eine weibliche Person gesagt, dass sie eine gewisse Hurigkeit hat, weil man die Unterwäsche sieht. Also über die Hose quasi so rausblitzen. Also war Hurigkeit ein deutscher Begriff oder ist es irgendwie besetzt aus Bitchiness? Nee, der wurde quasi dadurch etabliert. Ich glaube, der hat das nur so ein bisschen nebensächlich halt gesagt. Und dann wurde das Thema aber ganz groß. Und dann haben Leute das dann ironisch oder auch ernsthaft aufgenommen, dieses Wort, und von Hurigkeit geredet. Wie hurig ist das denn? Es ist gar nicht hurig. Also ich finde es voll legitim, wenn sie es freiwillig macht, sich da irgendwie zeigt. Warum ist man denn gleich eine Hure? Man kann ja auch eine Jungfrau sein und kann sich irgendwie nackig zeigen. Ich bin ja da immer nicht ganz so extrem wie du, ne? Aber ich muss sagen, so einen gewissen Doppelstandard gibt es dann schon, wenn man auf der einen Seite die Leute sieht, die ihre Boxershorts bis zum Nabel haben, aber halt die Hose sitzt in Kniekehlen. Hm. Das ist dann nicht hurig, oder was? Ich finde es erst hurig, also hurig heißt ja, dass die Person ganz oft mit Menschen verkehrt, sexuell, ne? Das ist erstmal Hurigkeit, würde ich jetzt mal so definieren. Wahrscheinlich, und nur, weil sie ihre Unterwäsche manchmal zeigt im Spiel. Aber dann ist das ja auch eine falsche Definition, weil eigentlich müsste ja Geld im Spiel sein. Das auch noch, genau.
Also ist sie maximal einfach sehr freizügig und gibt sich gerne preis. Man kann ihr vielleicht vorwerfen, dass sie halt für Klicks oder in dem Fall vielleicht für Streamer, also für Streaming-Klicks, keine Ahnung, sich halt nackig macht. Das kann man ihr gerne vorwerfen. Nee, macht's ja Das nicht. finde ich irgendwie auch immer ein bisschen billig, aber ich finde es jetzt nicht irgendwie hurig. Das ist so mies billig. Weißt du, was mir richtig auf den Sack geht, Alter? Die ganzen kleinen Föten mit ihren Windeln, die sind so hurig, dass die ihre Unterwäsche so zeigen. Ist so, ist so. Gott, oh Aber no Gott. King-Shaming, ja. Also auch wenn da die Kinder sich irgendwie einkacken und so, können sie ja machen, aber bitte macht es zu Hause und kackt euch Ja. bitte zu Aber Hause da ein. wurde halt gleich wieder dieser Misogynie-Sexismus-Begriff. Wie gesagt, Doppelstandard, ne? Wenn Männer ihre Hose zeigen, ist es auf jeden Fall weniger skandalös, als wenn die Frauen das machen. Ja, sowieso ist es Und da war bescheuert, auch noch ein. weil jeder, weiß ich nicht, es gibt so viele Hetero-Männer, die sich nackte Frauen an die Wand hängen und oder sich, es gibt dieses typische Bild von irgendwelchen Mechanikern da in ihrer Werkstatt, die da so irgendwelche Pornoheftchen rumliegen haben und nackte Frauen aufhängen und dann rufen die irgendwie einer Frau hinterher, oh, Nutte. Ist witzig, mein Vater ist ja sehr engagiert, gerade das alte Haus zu entrümpeln von meinen Großeltern, die jetzt mittlerweile beide tot sind, und hat dann im Keller ein altes Pornomagazin gefunden, was mein Opa da scheinbar versteckt hatte. Und auf der Titelseite ist so eine ganz glückliche Teenagerin da, so mit zwei Fäusten hinten drin bei zwei anderen. Und Ja. das war da irgendwo in so einer Kellerritze versteckt. Schön, Das finde ich gar nicht Opa. schlimm. Ich habe auch schon bei näheren Verwandten irgendwie Pornos gefunden und Ja, so. das Ich ist ja dachte auch nicht mir. schlimm, aber es ist trotzdem so, mein Opa ist halt jetzt 10 Jahre tot, und wenn so nach 10 Jahren so ein Fundus dann passiert, das ist einfach ein bisschen witzig. Ich frage mich immer manchmal, auch bei Leuten meiner Familie, die älter sind, irgendwie, gibt es da noch Sex und gucken die Pornos? Weiß man alles nicht, ne? Ich kann mir schwer vorstellen, dass man so ganz tot ist, irgendwie in der Hose, ne? Mit Ja. 80 Jahren. Aber vielleicht ist es doch so. Ich Wer hoffe, das weiß. kam jetzt auch nicht falsch rüber, wenn ich das Wort Teenagerin gesagt habe, weil 18, 19 Ist auch noch Teenie, ist ja. ja Teen. Also sehr jung halt, ne? Und aber halt dieses glückliche Gucken mit den zwei Fäusten so nach hinten, das ist einfach nur hilarious für Du mich. wirst in der Pornobranche eh verarscht. Das manchmal sind die auch schon 30 und dann wird Ja. auch Teenager draufgeschrieben. Oder Amateur, dann sind die aber auch schon seit Ja, 20 Jahren im aber die Geschäft. MILFs fangen halt dann auch bei 25 an, ne? Ja, MILF heißt ja auch Mother und die können ja auch schon mit 18 Mutter sein. Ja, aber also ich glaube, das, was Leute suchen, wenn sie MILF suchen, ist nicht 25-Jährige, oder? Vielleicht. Wobei, also ich hatte in meinem Studium eine, die war Mitte 20 und die war eine richtige Mutti. Die war so richtig schlimm, die war schon übelst so mit. Die war sogar auf der Hausfrauenmesse jedes Jahr und die war 25 und war verliebt in ihre Hausarbeit und ihren damaligen Verlobten irgendwie zu pflegen und ihre zwei Kinder und so. Das widerspricht dir natürlich, dieses traditionelle Nein, Frauenzimmer. nein, nein, nein. Ekelhaft. Nein, ich bin völlig für freie Entscheidung. Man kann auch total hausfrauig sein mit 25, ist voll okay. Aber es war halt spannend, dass halt durch den ganzen Studis, weil in unserem Studiengang, es waren ja alles irgendwie so ganz viele Hippies und Punks und so Feministinnen und so. Und sie war halt so irgendwie die Ausbrecherin als richtige Hausfrau, wie man sie so auch aus dem alten Fernsehen kennt. Und es war auch schön und wir mochten die auch alle gerne. Wie stehst du dazu, wenn eine Frau für sich selbst entscheidet, sie will so richtig schön vom Patriarchat unterjocht werden? Gibt's ja, ne? In der AfD gibt's ja die eine oder andere hier von Storch, die wünschen sich alle so die alten Regeln zurück. Ist Meinungsfreiheit, ich find's aber nicht richtig, weil, Ist Meinungsfreiheit? Ich find's aber nicht aber richtig. es ist keine Einbahnstraße, wenn ich sage, ich finde es nicht richtig, ich find's nicht cool, dass dann irgendwie auch Frauen dann anderen vorschreiben, wie sie zu sein sind. Ne, das hat ja jetzt in dem Szenario gerade keiner gesagt. Doch, weil. Nur ich als Frau, ich möchte bitte jetzt unterjocht werden. Ja, du selber, aber es gibt ja auch Frauen, wie eben von Storch, die wollen es eben anderen aufzwingen, dass, oder, da war das denn Alice Schwarzer, glaube ich, die Verona Poth dafür angegangen ist, dass sie sich schminkt und hochhöckige Schuhe trägt. Hochhäugige Dromedare reitet. Ja, das finde ich nicht. Ich finde, Feminismus oder Freiheit ist, sich es frei entscheiden zu dürfen. Also wie mit Kopftüchern. Ich bin weder für ein Verbot noch für einen Zwang und das ist doch völlig okay. Jeder soll machen, was er will. Wenn wir jetzt gerade schon wieder in dieser kleinen Diskussion Tut sind, mir Herr Rodes leid, tut kriegt mir schon wieder die leid. Pulsader, aber ist egal. Lass mal kurz zu einem internationalen amerikanischen Thema überleiten, weil da interessiert mich deine Meinung schon ein bisschen und ich will es mal loswerden. Übrigens, eben, was wir bei Hurigkeit nicht gesagt haben, das ist halt für mich auch immer so eine Sache, ne? Unterschiedlich, klar, Unterhose zeigen nicht, aber das Wort Hure ist geschlechtsneutral. Es gibt ja auch einfach männliche Huren, ne? Also jetzt zu sagen, Hure ist Weiß ich nicht, irgendwie. wo das herkommt. Naja, es ist ein ganz normales, es gibt genauso männliche Huren. Und da zu sagen, wenn du das Wort Hure verwendest, ist das in sich erstmal frauenfeindlich, das finde ich Quatsch.
man muss ja immer so ein bisschen gucken, wo sowas herkommt. Und ich glaube, Hure kommt schon eher aus dem Wortfundus, um weibliche Prostituierte oder Sexarbeiterinnen zu diffamieren. Daher kommt das ja, dass man das auch Ja, aber benutzen nein, kann. nein, Moment. Hallo, man kann natürlich, ich kann auch sagen, du scheiß Bauer, ja, um dich irgendwie zu diffamieren, aber deswegen ist Bauer an sich nicht erstmal ein schlechter Begriff. Naja, aber kann so gewertet werden. Sind wir das Das Wort Hure ist ursprünglich ganz normales Sexworker-Wort. ursprünglich, muss man den Kontext betrachten, das ist auch wie mit dem N-Wort und so weiter. Das war ja auch erstmal, glaube ich, nichts Negatives, das wurde eben so verwendet, weißt du? Und das steht auch Ja, aber bei trotzdem um zu unterscheiden. Ja, das steht eben was? auch bei Hure, dass es oftmals umgangssprachlich benutzt wird, um Frauen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern zu diffamieren. Man muss. Ja, wie, das ist aber mein Bauerbeispiel so. Wie gesagt, ich kann auch zu jemandem sagen, den ich irgendwie, was weiß ich, nicht klug finde oder sagen, du dummer Bauer oder so. Aber wichtig ist doch Aber die. der Beruf des Bauers ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber wichtig ist doch so ein bisschen auch, wofür das Wort benutzt wird. Und nicht, wo es herkommt, was es bedeutet, sondern eher, wie es genutzt wird. Weißt Ja. du? Oder Fotze oder so. Aber Ja, es ging ja auch mir das sind gar nicht darum, Begriffe. ob das jetzt eine Beleidigung ist oder nicht, sondern dass es geschlechtsneutral ist. Ja, also ursprünglich bestimmt. Das kann ja sein, das weiß ich jetzt nicht, aber. Nee, auch jetzt gibt es männliche Huren. Ja, sicher, aber sag mir nur, wo es herkommt. Also, ich glaube, die allerwenigsten Menschen werden Hure bei Männern verwenden. Aber man kann es natürlich, keine Frage. Aber er hat ja in dem Fall wieder also hat er eine Frau abwerten wollen, die halt mit vielen Männern schläft, weil sie halt. Nein, die schläft nicht mit vielen Männern, die zeigt nur ihr Höschen. Das hat er aber so suggerieren wollen mit dem Begriff. Wie dem auch sei, ich wollte eigentlich da schon wieder weg, weil Herr Rodes Pulsader explodiert gleich. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist Quatsch. Herr Rodes spricht für sich selber. Aber in Amerika gibt es eine fast 90 Jahre alte Hure, Politikerin. Nein, eine Politikerin, das ist die Dianne Feinstein, die irgendwie auch seit 40 Jahren schon im Senat ist. Und die ist mittlerweile sehr dement und die ist bei 75% aller Votings nicht dabei und generell macht die halt nicht wirklich ihren Job noch. Und dann haben Leute gesagt, ja, ich wäre das jetzt schon am Befürworten, wenn die Dame einfach mal in den wohlverdienten Ruhestand gehen würde. Und da ging es direkt los. Das ist Ageism. Das ist Sexism. Und Ah, ich okay. sage, das ist Stupidism, weil, also, wenn irgendjemand anderes seinen Scheißjob irgendwie drei Viertel des Jahres nicht macht, dann würde der aber instant fliegen. Ob der alt ist, ob der jung ist, ob der Frau ist, ob der Mann ist, das Ja. ist völlig egal. Aber diese Debatte wurde halt geführt und Na, das es ist kommt doch ja dumm. drauf an, wie sie geführt wird. Ne? Wenn es eben solche Leute gibt, die irgendwie sagen, halt die alte Oma hier und so, dann ist es auf einem sehr niederen Niveau. Aber wenn man allgemeingültig sagt, ey, da ist eine Person, die nimmt ihr Amt nicht wahr, das kritisiere ich, dann ist es nochmal was anderes, weißt du? Ja, Aber es und gibt ja das. Leute, die werfen, die. Wie jetzt, ich habe wieder bei Instagram gelesen, gegen Ricarda Lang irgendwie, ja, die fette Kuh und so. Das ist doch kein Argument. Das ist doch kein Niveau. Du kannst Ricarda Lang voll gerne kritisieren für ihre Politik und so und die Grünen sowieso. Aber wenn du mit dem Gewicht ankommst und so, das ist doch alles Scheiße. Ich Das habe ist. mich damit leider nicht so beschäftigt, aber ich habe das irgendwie so mitgekriegt, dass sie halt auch irgendwelche Ernährungsvorschriften oder sowas gefordert hat und dass das einer gewissen Ironie nicht Es widerspricht sich doch nicht, weil erst weißt du nicht, ob ne? sie eine Erkrankung hat, ob sie irgendwie wegen. Weiß nicht, Schilddrüsenunterfunktion übergewichtig ist. Es soll überhaupt keine Rolle spielen, weil das, was sie sagt, ist ja relevant. Und wenn sie, also sie können auch 1000 Kilo Ich wiegen. wollte jetzt auch gar nicht die Angriffe auf sie verteidigen, nur Ja, klar dass verstehe ich ich, wo das das herkommt. insofern nachvollziehen kann, ist jetzt, glaube ich, nicht, dass sie sagt, wir sollten der Ukraine helfen und er sagt, du bist fett, deine Meinung zählt nicht. Aber das gibt's auch, ne? Dass Leute dann schreiben, hier, die fette Kuh soll sich mal verpissen und so weiter. Das ist halt nicht richtig. Das ist doch kein Argument. Ich verstehe, wo das herkommt, dass man sagt irgendwie, ja, warum sagt sie uns, wie wir uns zu ernähren haben? Das sieht auch nicht gerade sportlich aus. Aber man muss doch inhaltlich mit ihr debattieren können, nicht darum, wie sie aussieht. Ja, aber also, ich kann mir schwer eine Welt vorstellen, Tino, in der wir alle nur noch Händchen halten und niemand mehr jemals beleidigt wird.
Naja, es ist auch ein bisschen so, klar wird es niemals eine Welt geben ohne Mord, ohne Hass, ohne Beleidigung, ohne Krieg. Aber wir sollten doch irgendwie versuchen, das zu minimieren. Und ich finde, wenn da eine Frau steht, die etwas sagt und man mag das nicht, was sie sagt, muss man sagen, hey, was du gerade sagst, ist doof. Ich habe Argumente dagegen und ich sage, ey, du bist eh fett, halt mal dein Maul. Das ist halt einfach dumm. Natürlich ist es dumm, aber zum Glück hat jeder ein Recht auf Dummheit, ne? Naja, aber nicht auf Beleidigungen. Das ist ja Meinungsfreiheit, hat ja auch seine Grenzen, nur wie mit Holocaust-Leugnung und mit Beleidigungen und so. Wie gesagt, klar, die Personen müssen dann mit den jeweiligen Konsequenzen rechnen, so. Ja. Aber, also, ne, man hat auch die Freiheit, jemandem das Knie zu brechen, aber dann muss man halt mit der Konsequenz davon leben. Das sagt ja Helge Schneider, ne? Also, er hat ja auch mal, wie gesagt, ich habe auch die Freiheit, ohne Führerschein Auto zu fahren, irgendwie. Ja. Das ist ja meine Freiheit, aber wenn ich dann festgenommen werde dafür, dann ist es ja auch meine Freiheit. Dann habe ich mich dafür entschieden, das zu machen. Und so ist es auch, ne? Ja, also Dianne Feinstein, sagen wir auch, verpiss dich aus dem Amt oder schon, ne? Na, die Frage ist auch, was hat es für einen Grund zu fehlen? Ne? Die ist dement, Alter. Ich würde fast sagen, dass da, guck mal, die ist seit 40 Jahren da im Amt, ne? Da hängt mittlerweile so ein Apparat dran, was weiß ich, selbst die Sekretärin von denen oder was weiß ich, alle Leute, die da irgendwie dranhängen, wollen das natürlich am Laufen halten, weil die da auch von profitieren. Und da wird jetzt diese demente Rentnerin da irgendwie nochmal durchgescheuert. Ja. Obwohl die längst irgendwie nichts mehr checkt. Die ist halt wirklich 89 Jahre alt. Ja, ja. Du sollst schon fähig sein, irgendwie dein Amt auszuüben, sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn. Das sehe ich genauso, bin ich auch voll bei dir. Egal, ob sie alt ist, egal, auch wenn die jetzt 20 wäre, so, wenn die halt nicht zu den Abstimmungen geht. Das gab es auch von der NPD viele Jahre. Raus mit den Viecher. Dass sie sich irgendwie haben wählen lassen, welche Parlamente, welche Gemeinderäte, aber nie erschienen sind. Hm. Das ist aber auch ihr Recht letztendlich, ne? Also sie müssen ja auch nicht erscheinen zu irgendwelchen Abstimmungen. Sie können. Es geht direkt noch weiter in dieser Art von Thema, Tino, denn eine gewisse Farbenfuchs hat ein Twitlonger verfasst und, Alter, wenn man einen Twitlonger verfasst, ne, und die sich da auf Twitter dann um die Ohren gefeuert werden und der andere kontert dann und dann hin und her, da weiß man, die Kacke ist am Dampfen. Ohne es je gehört zu haben. Twitlonger sind die mit vielen Threads, oder? Das ist einfach ein Thread. Okay. Ein Twitlonger ist ein Link zu einer externen Seite, die aber irgendwie mit Twitter zusammenhängt und dann kannst du da halt einen ganz langen Text schreiben, weil auf Twitter kannst du ja nur kurze Texte schreiben. Wow. Okay, cool. Ja. Was ich gemacht habe, ist, diesen Text bei ChatGPT reinzuballern und zu fragen, hey, was steht denn hier eigentlich drin? Weil es war wirklich einfach ein Riesentext. Stellt sich raus, dass der andere Streamer, Flesk, 2015, sie durch mehreres Pressure genötigt hat, mit ihm rumzuküssen. Und nicht cool. Das ist nicht cool, aber also, das war es auch schon wieder. Deswegen gab es so einen ganz langen... Da hat sich dann noch jemand anderes eingeschaltet, hat gesagt, ich hatte auch eine ähnliche Erfahrung mit dem. Dann hat er gesagt, ja, also tut mir leid, ist blöd, aber ich verbessere mich. Ja, dieses typische Blablabla. Aber sie hat auch betont, dass das zwar ganz unangenehm war und es zum Glück nicht zum Schlimmsten gekommen ist, aber eigentlich ist er ein ganz, ganz lieber. Ah. Ja. Gibt Konsequenzen jetzt für den? Keine Ahnung. Es war einfach nur so... Das war halt so eins von vielen, also klar ist es auch mal witzig und mal interessant, wenn da so Dinge passieren, aber es war halt echt so, als ich diesen langen Text gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das lese ich jetzt nicht. Ja, nee, ja, klar ist es scheiße, aber man merkt mal wieder, wenn sowas passiert, ne, dann ist es oftmals irgendwie, dass die Konsequenzen ausbleiben. Ich weiß nicht, dann ziehen sie sich manchmal ganz kurz zurück, ja, ich mache eine Therapie und so, dann kommen die wieder nach ein paar Wochen und dann ist wieder alles okay. Und ich finde es schade, dass das irgendwie immer so folgenlos bleibt. Ja, ich glaube nicht, dass es folgenlos ist. Der wird das vermutlich so nicht nochmal machen. Na, wow. Hä, was für ein Held. Naja. Ich schaue jetzt zu ihm herauf. Ja, was willst du denn, dass er jetzt einen Finger abgeschnitten bekommt? Na, zwei vielleicht. Also es war, also ich will das jetzt echt nicht runterreden, ne? Aber. Ja. Das ist 7 Jahre her. Er hat halt gesagt, oder er hat versucht, sie zu küssen. Sie hat gesagt, nee, lass mal. Dann haben beide irgendwie mehr getrunken, weil sie die Situation unangenehm fand, weil sie halt irgendwie bei ihm zu Besuch war, zwei Nächte oder sowas und keine andere Bleibe hatte. Deswegen ist halt schon kacke so. Aber ja, und dann hat er irgendwie noch 3-4 Mal versucht und dann hat sie halt mit ihm geknutscht und dann war es das so. Das ist natürlich nicht cool und auch aus heutiger Sicht hat sie da bestimmt noch so ein bisschen dran zu knabbern und alles. Aber das war's dann halt auch. Ich kenne das Thema zu wenig und auch, was da genau passiert ist, aber das macht man jedenfalls nicht. Ne? Das ist uncool und
das passiert aber irgendwie immer häufiger, dass irgendwelche, gerade Männer, irgendwelche Frauen zu irgendwas zwingen und das irgendwann rauskommt. Uncool. Was mir ja gerade meine ehemalige Englischlehrerin am Schicken ist. Ich hätte gedacht, dass du das von dir aus ansprichst. Vielleicht hättest du das auch noch gemacht. Oder du hast es nicht mitbekommen. Doch, du, ich bin dann da an dem Tag. Du bist dann da, ja? Ja. Gold statt Braun, 8. Mai 2023. Wir sind dabei, Weimar gegen Höcke in Weimar. 18.30 Uhr, Theaterplatz und Wielandstraße. Ja, Bernd Höcke kommt nach Weimar und will quasi das Vierte Reich ausrufen vom DNT. An einem ganz Theater. Gewissen Datum. Genau, und das ist halt irgendwie schwierig. Zum Tag der Befreiung sozusagen. Zum Tag der Befreiung kommt Höcke hierher und hält eine Brandrede. Vielleicht kann man da ja was machen, so. Noch eine Brandnerrede. Ja, es ist ganz schwierig. Und ist da wieder ein gewisser Dudelsack zugegen oder so? Dudel gegen Dudel, ja, garantiert. Ja. Es ist also, wer das jetzt hört und gerade in Weimar irgendwie zufällig ist, ne, am Montag, 8. Mai, 18.30 Uhr am Theaterplatz, da wird gegen Bernd Höcke demonstriert. Dem werde ich sagen, seine Hurigkeit geht mir auf den Sack, der soll sein Schlübbi nicht immer zeigen. Ja, Landolf, du hast Weimar-Verbot. Raus hier mit den Viecher. Ich weiß leider gerade nicht, wo mein Megafon ist, aber falls du das Video gesehen hast, als wir in Frankreich waren, da habe ich ja, also in der ersten Hochzeit von Corona, da habe ich ein Megafon dabei gehabt und habe da so einen richtig ekelhaften, penetranten Sound drin aufgenommen. Und das könnte man machen, das wäre zumindest witzig, wobei ich das immer eigentlich vom Move her nicht so geil finde, weil man so dieses, warum hast du Angst davor, dass ich etwas hier reden darf, weißt du? Das finde ich eigentlich immer ein Zeichen von Schwäche. Dieses, du hast Angst davon, dass wenn ich hier reden darf, ich Leute überzeugen könnte von meiner Meinung. Doch, ich würde sogar genau sagen, ich habe Angst, dass diesem Mann noch mehr Menschen folgen. Natürlich habe ich Angst davor. Ja, aber damit sagst du indirekt, dass das, was er sagt, einen gewissen Credit hat, dass das Leute überzeugen kann. Naja, es hat Credit, weil er mit Falschinformationen arbeitet, weil er mit Hetze arbeitet und weil das ja offenbar immer mehr ankommt. Ich meine, die AfD nimmt ja gerade wieder zu. Ich finde halt, das steckt da nicht drin, dass er mit falschen News arbeitet. Da steckt drin, ich habe Sorgen, dass wenn Leute dich hören, sie dir glauben. Ja. Aber das steckt, also es wirkt halt wie, du sagst halt gute Dinge jetzt mal ganz in Gänsefüßchen. Weißt du wie? Nee, also nur weil die Menschen folgen, sagst du ja nichts Gutes. Es ist einfach nur, er schafft es mit seinem Rechtspopulismus, mit seinen Brandreden und seinen Geschichtsrevisionismus, Menschen davon zu überzeugen, ihn zu wählen. Und das ist einfach nicht gut. Und es ist ja faktisch so, dass die AfD sich in der Öffentlichkeit völlig falsch darstellt, als das, was ihr Wahlprogramm sagt. Und man will einfach verhindern mit allen Mitteln. Wäre den Anfängen, Robin, wäre den Anfängen. Und ich finde es voll legitim, auch Methoden anzuwenden, um auch seine Reden zu stören oder auch solche Demos zu stören. Ja, also protestieren mit friedlichen Mitteln. Ne? Also alles, was du jetzt gesagt hast, hätte man das gedreht auf einfach irgendeinen random grünen Politiker oder so, dann wäre es halt schwierig plötzlich. So. Also ich bin der Letzte, der irgendwie Höcke-Fan ist. Ja? Aber, der ist so ein hübscher Mann, hast du mal gesehen? Oh, nee, der sieht aus wirklich wie eine Kampflesbe. Nee, also, verstehst du aber, was ich meine? Aber ich finde, man darf das nicht immer umdrehen. Ich finde, es ist nicht wie der Kegelverein will irgendwie sich jetzt neue Bullenkugeln anschaffen. Ja, ich weiß das alles. Das ist mir absolut klar, dass das was anderes ist. Es ist nur so, vor allem Kegelverein will neue Bullenkugeln. Ich habe einfach immer so ein bisschen dieses Geschmäckle dabei von wegen, ja, du hast Angst, dass ich jetzt hier die Wahrheit sage und Leute, ne, dann auf meiner Seite sind. Ich sag, wie es ist, ich bin kein Liberaler. Ich finde nicht, dass das Rechte das gleiche Recht haben sollten, irgendwie ihre Hetze zu verbreiten, wie das andere dürfen. Weil ich, also Hetze überhaupt nicht. Gerade unter dem Aspekt, dass jeder Politiker zu einem gewissen Grad Scheiße labert. Natürlich, keine Frage. Und sich da anders darstellt, als er ist und so. Keine Frage. Ich finde auch, dass man Dummheit nicht verbieten kann. Aber ich glaube halt, dass Menschen wie Höcke und die AfD sind so brandgefährlich und werden immer mehr vom Verfassungsschutz beobachtet. Man muss was dagegen tun und ich finde das halt total wichtig, denen ihr Reden zu stören und zu verhindern, dass sie halt da ihre Hetze loswerden können. Friedlich natürlich. Ich glaube nur, dass es vielleicht noch irgendwie einen geileren Weg geben könnte, als einfach nur, ich mache Lärm, damit man dich nicht hört. Weißt du, was ich meine? Irgendwie so einen kreativeren Ansatz. Naja, man kann natürlich auch überlegen, dass man irgendwie einen Redebeitrag anmeldet, ne? Und dann irgendwie ja, sich einen Namen ausdenkt. Das ist wieder wack. Aber weißt du, wenn du mit dem Flugzeug über ihn drüber fliegen würdest und da irgendwie,
Halt doch's Maul, du Pimmel oder so. Dann wäre halt die Aufmerksamkeit klar auf dieser Flugzeugaktion, ohne dass du jetzt aktiv ihn an seiner Rede hinderst. Ich glaube auch, dass das DNT wahrscheinlich wieder, also das Theater, vermutlich wieder irgendwie ein Transparent raushalten wird. So würde ich Hasko zumindest einschätzen. Das kann man dann aber nicht lesen, wenn das transparent ist. Stimmt, ah, voll scheiße. Ich habe auch so witzige Aktionen immer gesehen, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Montagsspaziergängen, wenn Leute dann so Zirkusmusik gespielt haben. So. Ja, das zum Beispiel ist auch wieder witziger, ja, auf jeden Fall. Oder dieses Trombone-Ding, wenn so Leute dann daher. Ja. Oder ich kannte jemanden, der konnte sich in so Boxen irgendwie reinhacken, hat das mal gemacht, hat dann aber welche linken Lieder gespielt oder so die Mikrofone ausgeschalten. Reinhacken. Das ist halt voll witzig. Also das kann ich halt nicht. Das würde ich auch nicht machen, weil es ist vermutlich illegal. Aber das sind so Protestaktionen, die sind friedlich, aber haben Wirkung, weißt du? Ja. Du bist, glaube ich, eher Fan von einer anderen Art von Protestaktion, die gerade in Frankreich vorgelebt wird. Hier haben wir ein Bild, wie in Frankreich mit Polizisten umgegangen wird. Das ist echt Die frieren zumindest nicht. Die frieren zumindest nicht. Das ist ein sehr virales Bild gewesen. Die stehen hier in einem Flammenmeer aus einem Molotow-Cocktail. Es ist wirklich insane. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Bild extremer aussieht, als die Situation letztendlich war. Es ist halt ein Foto, wo dann, keine Ahnung, wenn man die Helligkeit hochstellt, dann sehen die Flammen größer aus und so. Aber es ist, also es könnte auch ein Metal-Cover sein oder so. Rammstein. Ne? Ja. Ja. Also da ist wirklich so die Riot Police komplett in Flammen am Aufgehen. Da wurde auch keiner verletzt. Wie gesagt, es sieht auf dem Foto krasser aus, als es ist. Aber das ist deine Form des Protests. Ich will ja auch jemanden verletzen. Ich habe beim Leben, das kann ich echt schwören, habe ich noch nie jemanden angegriffen irgendwie oder einen Stein beworfen oder Molotow-Cocktails irgendwie geworfen, irgendwas gemacht. Noch nie. Das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, war Hausfriedensbruch aus Versehen auf einer Demo, weil ich dachte, das wäre ein öffentliches Stück. Aber sonst ist mir noch nie was passiert und habe ich noch nie was gemacht in der Form. Na gut. Kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aber Protest ist ganz wichtig und ich finde auch starke Protest ist wichtig, weil ich glaube, dass die größte Gefahr nicht mal die Faschos selber sind, sondern es sind oftmals die Leute, die daneben stehen und nichts machen. Das habe ich gerade, das passt nämlich, pass auf, im Zuge von Imps letztem Video habe ich da auch mit Rosi und so drüber gesprochen und ich habe das, glaube ich, im Podcast auch schon mal erwähnt, aber ich will es hier an dieser Stelle nochmal umschmücken. Ich finde es nämlich sehr schade und besorgniserregend, dass das politisch linke Spektrum sich immer gegenseitig zerfleischt und sagt, du bist nicht korrekt genug und du machst das noch nicht gut genug. Und auf der politisch rechten Seite haben wir aber die harten Extremisten und dann aber auch die Otto-Normalbürger, die diese dann dulden, wo dann quasi keine Grabenkämpfe sind. Ja. Hauptsache, wir laufen alle auf der gleichen Demo mit und sind besonders viele. Ja. Und auf der linken Seite ist es aber dieses... Ja, du magst vielleicht hier politisch links sein, aber du genderst nicht, verpiss dich, so übertrieben gesprochen. Ja. Ne? Das ist wirklich sehr schade. Das ist, was ich schon seit Jahren, seitdem ich mich politisch aktiv verhalte, ich würde sagen, so richtig seitdem ich 18 bin, habe ich gemerkt, irgendwie ist in der linken Bubble zu sein ein Drahtseilakt. Also sobald du irgendwie was Falsches sagst, in der falschen Gruppe fliegst du raus oder wirst sanktioniert. Und selten ist es so, dass die Leute irgendwie sagen, ey, du bist auch links, komm zu uns. Sondern es ist eher so, du bist nicht links genug. So, ja, ist dumm. Lest das mal Karl Marx oder mach erst mal das, wirf dein Palituch weg, dann darfst du erst zu uns kommen. Während die Rechten, wie du gesagt hast, die machen dich rechts genug und sagen, ey, du hast irgendwie so ein bisschen unsere Meinung, komm zu uns, wir nehmen dich auf und machen dich noch rechter. Das schaffen Linke halt nicht, was ich voll schade finde. Ja, was vielleicht auch unter anderem dafür sorgt, dieses Phänomen, dass Deutschland von Platz 16 auf Platz 21 abgerutscht ist bei der Pressefreiheit. Ja. Und das hauptsächlich aufgrund von Attacken auf Journalisten bei Demos. Das ist eine ganz wichtige News gewesen. Ich habe auch da wieder irgendwelche Telegram-Gruppen gelesen. Ha, guck, selbst die erkennen, dass unsere Pressefreiheit eingeschränkt ist und so wie wir leiden in der Diktatur. Ja, ja. Dabei raffen die nicht, dass die dran schuld sind, dass die Pressefreiheit eingeschränkt ist. Nämlich nicht, dass die Presse gesteuert wird, ist das Problem, sondern dass die Presse angegriffen wird. Vor allem von rechts und von Verschwörungstheorien, Theoretikerinnen. Das ist ein riesiges Problem auf jeden Fall, ja. Ja, aber das war jetzt sehr viel politisch Blabla. Lass uns doch mal zu was Witzigem kommen, dem Ukraine-Konflikt. Ja. Da will ich gar nicht drüber reden. Ich wollte nur eine witzige Überleitung machen. Es gab nämlich so ein kleines Video, wie ein russischer Diplomat versucht hat, eine ukrainische Flagge zu stehlen bei so einem Treffen da. Und der hat direkt eine gefangen. Das fand ich sehr, sehr witzig. Da ist so ein Interview, Kameras auf eine Person, keine Ahnung wer, irgendein Botschafter von der Ukraine.
Und im Hintergrund stehen halt die Flaggen. Und der Russe geht dahin und versucht die zu klauen, während dieses Interview läuft. Und kommen wirklich auf allen Seiten, kommen die halt angeswarmt. Und wenn du überlegst, dass das halt nicht irgendwelche Dudes sind, die in den Straßen rumlaufen, sondern die offiziellen Politiker, das ist einfach so lächerlich. Ist ja auch dumm, die Aktion. Also, ich weiß nicht, was hat er sich dabei gedacht? Gibt es auf jeden Fall ein sehr witziges Video auf Public Freakout. Über Reddit habe ich das gefunden. Und da kann man mal lachen. Da kann man ausnahmsweise mal über diesen Ukraine-Konflikt lachen. Wenn man Gewalt gut findet, meinst du, ja? Ja. Hallo, Tarantino hat uns gezeigt, Gewalt ist Entertainment. Und eine Lösung. Was es keine Lösung mehr sein wird, für viele Russinnen und Russen einen Partner oder Partnerin zu finden, ist, Tinder wird eingestellt in Russland. Ach, du Scheiße. Denn zur Begründung stellt das Unternehmen klar, dass die Menschenrechte wichtig sind. Und, ach, wirklich? Ja. Und jetzt werden die Dating-Apps wie Hinge, Schmietig und OkCupid und Tinder nicht mehr verfügbar sein in Russland. Das heißt, wird nicht mehr geswiped. Das ist aber eigentlich eine leichte Form des Genozids am Russen. Ist ne? so. Man sorgt ja dafür, dass die sich nicht mehr fortpflanzen damit. Ja, es ist quasi Völkermord, was Tinder hier betreibt. Das finde ich wirklich gemein. Also das gehört sich nicht. Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten, aber das geht einen Schritt zu weit. Es gibt wohl echt ganz viele Stimmen, die jetzt durchsickern lassen, dass diese ganzen Sanktionen die Russen echt langsam richtig ankotzen. Dass erstens der Wirtschaft geht schlecht, dann die ganzen Unternehmen wie McDonald's und so, dass die raus sind, das passt auch viel nicht. Also wenn McDonald's aus Deutschland gehen würde, da würde ich auch so eine Krawatte kriegen. Du. Ich habe was gelesen von irgendjemandem, der in Russland lebt, der von einem Bekannten wollte, dass er ihm ein paar Big Macs mitbringt aus den USA und so. Also es ist schon sehr eine riesige Shitshow. Was machen die jetzt, wenn es kein Tinder mehr gibt dort? Also man kann ja keinen kennenlernen. Da hören die also, nur noch Hardbass den ganzen Tag. Der nur noch Labu dort, Alter. Labu, stell dir das mal vor. Peinlich. Wer dafür arbeitet, ne? Ganz schlimm. Echt furchtbar. Aber eine ähnliche Meldung gibt es aus Amerika. Da gibt es nämlich den Bundesstaat Utah. Das ist der Mormonenstaat, da gibt es sehr viele Mormonen und die sind da halt so ein bisschen eigen und die haben gesagt, jedwede Seite, die in irgendeiner Form Erwachsenen-Content bereitstellt, was auch einfach die Darstellung von Nacktheit sein kann, wo ich mir die Frage stelle, ist dann auch sowas wie eine Seite, die irgendwie über hier Stillen oder sowas aufklärt, ob das dann auch mit reinfällt. Mhm. Auf jeden Fall musst du dich bei diesen Seiten dann anmelden und registrieren quasi über deinen Führerschein oder was auch immer, um zu zeigen, dass du volljährig bist. Mhm. Und als Protestaktion dagegen hat Pornhub einfach komplett den ganzen Bundesstaat ausgeschlossen. Ach krass. Und das finde ich sehr witzig. Dann, die melden sich dann, sagen, hallo, ich will jetzt bitte Pornhub und dann, VPN regelt. Ja, natürlich kann man das umgehen, aber so als Aktion ist sehr, sehr geil. Und diese ganzen 80-jährigen Mormonen, die täglich ihren Porn sehen wollen, ja, heimlich, die werden das gar nicht wissen. Die gehen einfach zu XX-Hamster oder so, oder keine Ahnung. Vielleicht ziehen die ja jetzt nach, das ist ja, hat ja eine gewisse Strahlwirkung. Vermutlich. Was auch eine Strahlwirkung hat, war jetzt die Diskussion zum... Tschernobyl! Nee, nicht ganz, fast. Dazu kommen wir später vielleicht, keine Ahnung, ob es da eine News gibt. Aber Drag-Shows werden gerade wieder sehr stark diskutiert und debattiert. Und auch die österreichische FPÖ fordert jetzt gerade, dass es verboten werden soll, dass Drag-KünstlerInnen vor Kindern auftreten, weil es gibt ja so... Ich finde das aber auch unhygienisch. Ich finde, im Dreck spielen hat noch niemand geholfen. Stimmt, die Drag-Queens. Die sind eher ausgeschlossen. Und es gibt ja so Initiativen von Olivia Jones und so ganz bekannten Drag-Queens, auch Drag-Kings, die eben Kinderbücher vorlesen vor Kindern und die auch Kinderbücher teilweise vorlesen mit mehr Diversität und so, wo es nicht um Analsex geht und nicht um Lieblingssexstellung langweilig geht, sondern einfach nur darum, dass meine Prinzessin eine Prinzessin liebt oder ein Prinz einen Prinzen liebt und mehr ist es nicht. Und dagegen will jetzt die FPÖ ganz hart vorgehen, aber auch viele in den USA und wollen lieber sie ihre Kinder zum Pfarrer schicken und da lieber Kirchenunterricht nehmen, weil das ist als ein Kind auf jeden Fall viel sicherer. Ja, also in Amerika ist es fucking lächerlich. Das ist wirklich... Also mit dem Vergleich weiß ich, dass man sich aufs Glatteis begibt, aber es hat den Eindruck, als würden die Republikaner in Amerika eine ähnliche Strategie verfolgen wie im Dritten Reich die Juden als Feindbild dargestellt worden. Hm. Ne? Ist ein schwieriger Vergleich, ich weiß, aber so rein vom Vibe her zu sagen, hier, da ist ein Feindbild und aufgrund dieses Feindbilds müssen wir jetzt ganz viele neue Gesetze machen, um die Kinder zu schützen. Zum Beispiel. Das ist echt richtig finster, was da gerade abgeht.
Das ist, würde ich sagen, geht echt in so eine Richtung, weil gerade so queere Menschen, die leiden gerade besonders unter solchen ganz komischen Gesetzesreformen, die auch überhaupt nichts bringen. Also man darf, dass man in Schulen nicht mehr aufklären soll, dass es sowas überhaupt gibt. Ich meine, sie machen ja keine Werbung dafür. Es ist ja nicht so irgendwie, ey, kommt in einen Schwulenclub und so, belegt euch doch mal, einfach mal Analsex zu haben. Es geht einfach nur darum zu sagen, es gibt eben schwule Menschen und es gibt bisexuelle Menschen, es gibt Drag Queens und es hat eine Kunstform. Und wenn die in Schulen gehen und oder einfach Bücher vorlesen, das tut doch keinem Kind weh. Und deswegen sage ich, Tino, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dem einen Einhalt zu gebieten. Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise. Wir müssen eine neue Bewegung ins Leben rufen, die noch skandalöser ist, aus deren Sicht, die das dann überschattet. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir rufen groß auf, bumst alle eure Geschwister. Das ist der eigentliche Lifestyle. Wir haben es probiert, wir haben unsere Familie, weil keiner kennt dich so sehr wie deine Familie. Stimmt. Keiner kann dich sexuell so befriedigen wie deine eigene Familie. Das ist jetzt der neue Trend. Und das ist dann so skandalös, dass das andere vergessen ist, weißt du? Das ist eine gute Idee. Das stimmt. Macht auch Kinder mit euren Geschwistern, ja? Das ist wunderbar, das geht auf jeden Fall alles. Es bleibt gut in der Familie. Genau, so ist es. Zum Schutz für die Familie wird ein großes Perpetuum mobile. Ja, ja. Ist eine gute Idee, sag ich jetzt mal. Was auch eine gute Idee ist, ist in Guardians of the Galaxy 3 zu gehen. Dieser Film ist nämlich jetzt gerade erschienen. Ich habe ihn gesehen, tatsächlich. Die ein, zweimal, die ich im Jahr im Kino bin. Das nächste Mal wird dann wahrscheinlich noch Dune sein. Das ist dann aber erst im November. Hab ich nicht bereut. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist der beste Film in der Trilogie, wie du ja weißt. Aber es ist ein Film, hat seine Momente. Sehr schön. Das Einzige, was mich ins Kino locken würde, wäre Batista, der mitspielt, der ehemalige WWE-Wrestler. Der ist der Beste. Also der ist mit Abstand die beste Figur. Absolut. Also gerade er zusammen mit Mantis, einfach mein absolutes Highlight. Deswegen fand ich das im zweiten Film auch so gut, wie die da miteinander interagiert haben. Love it. Der ist wirklich großartig. Ich werde mein Leben kein Marvel-Fan mehr werden, aber ich bin auch kein Marvel-Fan. Das ist alles Schmutz, außer Guardians. Ganz oben ist Guardians, dann ist ganz lange nichts, dann kommen so die Spider-Man-Filme, dann kommt wieder ganz lange nichts und dann kommt der ganze Rest so ungefähr. Ich habe davon noch keinen geschaut, aber ich weiß, dass die Soundtracks sehr gut sein sollen und dass wohl auch der Humor ganz eigen ist. Ja. Bestimmt, aber ich werde es mir nicht im Kino angucken. Da bin ich zu geizig für. Ja, ja, musst du auch nicht unbedingt. Wer auch zu geizig war mit guter Laune im Kino, ist Til Schweiger. Denn um dem gibt es gerade eine große Kontroverse, dass sich nämlich Menschen darüber aufregen, wie die Stimmung bei ihm am Set ist. Dass er wohl cholerisch wäre, wäre immer betrunken und so. Und die Stimmung wäre insgesamt sehr schlecht. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Der macht immer so gute Filme. Da hätte ich gedacht, da ist wirklich Ringelpiez mit anfassen. Ja, und es hat auf jeden Fall eine Welle losgetreten Stimmen, die auch den Machtmissbrauch in der Filmbranche ans Licht bringen. Und ich meine, ich konnte ja auch in meinem Leben so ein bisschen schnuppern in die Filmbranche. Und das sind alles Sachen, die sind mir nicht neu, die kenne ich auch. Vielleicht ist das Problem, dass Till zu viel schnuppert. Wer weiß. Also ich kenne ihn jetzt nicht und auch seine Produktion nicht, aber ich fand es ganz spannend. Ich will auch keine Namen nennen. Aber es gab in der Debatte Leute, die ihm Vorwürfe gemacht haben, dass er irgendwie schlechte Laune am Set verbreitet, die ich auch kennengelernt habe, die auch nicht gerade dafür gesorgt haben, dass gute Stimmung am Set war, mit denen ich selber aktiv gedreht habe. Und das finde ich alles ein bisschen doppelstandardmäßig. Denn die Filmbranche ist insgesamt sehr schwierig. Ich habe sehr schöne Drehs erlebt und sehr coole Teams auch und Crews, aber habe auch die Schattenseiten gesehen. Und Crews hast du auch kennengelernt? Genau. Geil. Cruz. Jetzt bin ich neidisch. Santa Cruz, den Fußballspieler, genau. Achso, ich dachte Tom. Ich wollte dich jetzt also. Ach, Tom Cruise. Ja, na, ob du mich da mal reinholen kannst in seine Sekte. Ja, unbedingt. Hätte ich mal Bock drauf. In seine Scientologies. Und ich habe es eben auch mitbekommen und ich kenne eben auch Schauspielerinnen und Leute, die am Set richtig unsympathisch waren und die dafür gesorgt haben, dass man sich unwohl fühlt, die jetzt aber auch die Schweigervorwürfe machen, wo ich denke, ey, du warst auch nicht gerade besser. Wobei ich auch nicht immer weiß, sind die eben aufgrund dessen so abgefuckt, waren dann selber irgendwie scheiße oder woher kommt das? Die Filmbranche ist auf jeden Fall sehr toxisch in vielen Bereichen und ich finde es schön, dass es endlich mal ein bisschen aufkommt und dass Til Schweiger nicht gerade ein Feini ist, das war mir auch irgendwie klar. Ja, also ist klar, dass es bei Til Schweiger am Set nicht so witzig ist, wie jetzt zum Beispiel am Set McFarlane.
Ja, genau. Gott, oh Gott. Ja, schön, der Till, ne? Der hat ja jetzt zuletzt erst diesen Manda Manda 2. Teil verbrochen. Ja. Wo der Trailer schon Bände gesprochen hat über die Scheißigkeit des Films. Ich habe ihn zum Glück nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, den ersten Teil mal gesehen, irgendwie als er im Fernsehen lief und dachte halt, ja, Trash irgendwie, aber den habe ich mir jetzt nicht nochmal reingezogen, tatsächlich. Aber du hast ja bestimmt das neue Spiel Redfall reingezogen. Absolut, ich habe es auch schon dreimal durchgespielt. Ja? Und, ja, was hat dir am besten gefallen? Na, ich fand diesen Kobold toll, der so einen Äpfel klaut. Redfall ist das neueste Spiel von den Arcane Studios. Die haben ja richtig geile Banger-Spiele gemacht, ne? Kennst du ja. Na klar. Zum Beispiel? Zum Beispiel hier, Schach. Also die haben mindestens ein Spiel gemacht, was ich richtig geil finde, was du da ganz unten links siehst, Dishonored. Ah. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Nee. Ist auch so ein Schleichspiel und ich mag ja Schleichen. Und Redfall ist eigentlich nicht so weiter erwähnenswert, aber ist halt ein großes AAA-Spiel, was komplett voller Bugs Triple ist. H. Ja, Triple-H-Spiel fändest du bestimmt gut. Viel besser, ja. Das Problem ist halt, dass das, weißt du bezahlst Vollpreis, die Leute lernen nichts draus, sie vorbestellen 70 Euro hier und Bar auf den Tresen, gar kein Problem. Und oder dann hinterher Karten kommt raus, huch, das ist ja komplett unfertig, das Spiel, und total lazy und es hat keine Zwischensequenzen, die stehen einfach nur ruhig da und machen nichts und so. Und das wurde halt richtig hart in den Grund und Boden gemimt, wie scheiße dieses Spiel ist. Mhm. Was ich ein bisschen traurig finde, weil eigentlich fand ich bis jetzt von denen alles, was ich gesehen habe, cool. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht doch jetzt so eine kleine Trendwende ist, so dieses unfertige Spiele auf den Markt bringen und alle Leute bestellen es vor mit ihren AFK-Brains. Hoffentlich wird das jetzt einfach mal besser. Ich weiß, dass das sehr utopisch ist, was ich mir da gerade wünsche. Die konnten dann früher nicht bei PS2-Spielen nochmal Updates machen, denn die mussten ja fertig werden. Das war der große Vorteil. Das musste auch ein gutes Spiel einfach sein, ne? Ja. Und jetzt ist es halt, der Markt ist so groß geworden, das ist die größte Entertainment-Industrie der Welt. Und da können sie sich halt leisten, weil irgendwelche, also selbst wenn 1000 Reviews sagen, das ist scheiße, dann ist es halt eh längst schon gekauft von der Mehrheit. Und das ist sehr schade. Ich habe jetzt eine PlayStation. Was? 4 Slim. Ach du Scheiße, wie kommt das denn? Du gehst in Urlaub und dann kommst du mit einer PlayStation zurück. Ja, also ich wollte schon lange eine PlayStation mal wieder haben. Ich hätte eine PlayStation 2 von früher von meinen Eltern mitgenommen, die aber mein Fernseher nicht anzuschließen ging, auch mit Adapter nicht. Ja. Und dachte, ja fuck, was mache ich jetzt? Da haben wir zufällig bei in so einer Kleinanzeigengruppe eine PS4 Slim gefunden für irgendwie so 100 Euro gebraucht, aber auch nur, weil sie sich jetzt eine PS5 geholt haben. Und die geht aber noch voll gut. Ich dachte, geil, die hole ich mir jetzt. Und hab die jetzt angeschlossen gestern Abend. Aber ich habe jetzt kein Ladekabel für den Controller. Muss ich mir noch kaufen nachher. Aber ich freue mich mega drauf. Das ist ja der Wahnsinn, Tino. Da kannst du ja jetzt, da du ja The Last of Us, die Serie, geschaut hast mittlerweile, das Spiel dazu spielen. Ich muss noch irgendwas mit Medien gucken von Mirko Mushoff und Janne Kaltenbach. Die waren mir wichtiger, die Serie. Tino. Aber wir sind dran. Ja, ja, an was seid ihr dran? An Last of Us. Und ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen Wrestling zocken die nächsten Tage und so ein GTA auf der PS4 Slim und bin voll gehypt drauf. Ja. Das wird mein Leben sein, die nächsten Tage. Ich überlege ja gerade, aber ich habe echt gar nicht so viele PlayStation 4 Spiele, von denen ich sagen würde, das wäre was für dich. It Takes Two kann ich dir leider gerade noch nicht geben, aber das wäre ein echt gutes Spiel für dich und mir zusammen. Falls du das noch nicht kennst. Na, die sind mir halt meistens zu anstrengend, so Spiele. Also ich finde halt so GTA ist gerade richtig für mich, das weißt du? Das ist nicht anstrengend. Das ist ein ganz fantasievolles, liebevolles. Das hat 2021 Spiel des Jahres bekommen. Das ist wirklich. Macht man halt zu zweit und es ist ganz bunt und ganz lieb. Können wir uns ja mal anschauen. Ich habe jetzt nur einen Controller bis jetzt, aber. Ja, noch kann ich es dir nicht geben. Ich spiele das noch mit Marlene durch. Achso, verstehe. Ja. Egal. Aber mach mal ruhig und dann schau mal The Last of Us. Mach ich. Sonst lass ich nicht mehr hier in meiner Wohnung. Das wollen wir mir aufnehmen. Es sind halt 8 Folgen. Das hast du an einem Abend durch. Und an 2 vielleicht. Das ist halt so aufwendig, weil wir müssen es eben über VPN gucken und so. Und muss mal anstrengend. Ja, wann haben wir eigentlich angefangen? Sind wir nicht langsam sogar durch? Wir haben noch 10 Minütchen. Und würde ich gerne nutzen, um über die Wahl in Bremen zu sprechen. Die Bürgerschaftswahl. Die ist noch nicht, aber da wird jetzt am 14. Mai gewählt, das ist quasi nächsten Sonntag. Und es gibt jetzt Wahlumfragen. Und das Specialige ist ja, dass die AfD nicht zugelassen worden ist zur Wahl in Bremen. Mhm. Und alle dachten, ja, stimmt, da war was. Weil die halt zu doof waren, irgendwie sie aufstellen zu lassen.
Die hatten halt irgendwie zwei Listen gehabt und so und die haben sich gestritten, richtig bescheuert. Und alle dachten, hurra, wenn die AfD nicht ist, dann gibt es keine Rechten im Parlament, Pustekuchen. Jetzt hat die Partei Bürger in Wut nämlich profitiert und kriegen jetzt 9% wahrscheinlich voraussichtlich, weil es 3% mehr sind als sonst. Quasi das Bürger in Wut, BIB. Jetzt mehr und die Grünen. Was ist denn das für ein hässlicher Name für, Alter, Bürger in Wut? Was wäre schon so heißt, ja, also das ist auf jeden Fall keine friedliche, tolle bürgerliche Partei. Boah, ey. Aber sie verkaufen sich halt so und sind sehr stark für mehr Überwachung, weniger Ausländer und so. Mehr Wut. Mehr Wut in der Politik, genau. Die Linke nimmt zu, aktuell bei Wahlumfragen sind bei 10% und die Grünen verlieren 4%. Also profitieren können quasi nur die Ränder, Linke und BIW, und der Rest kackt so ein bisschen mehr ab. Also wird eher eine spannende Wahl in Bremen sein. Wenn ihr in Bremen wohnt, liebe Leute, die uns gerade zuhören, geht wählen und wählt bitte nicht die AfD. Und wenn es geht, auch nicht die CDU, sondern wählt irgendwie Parteien, die progressiv sind einigermaßen, damit mal was passiert dort. Progressiv wie die FDP, die unter Feuer stand wegen Herrn Wissing diese Woche. Oh, wie dumm, Alter, wie dumm. Nämlich ganz klar gegen eine Änderung der Nulltoleranz gegenüber von Shit-Konsum, ich komme gerade nicht, Haschisch-Konsum ist, was halt Quatsch ist. Und ich kenne das ja hier aus meinem privaten Freundeskreis, dass da jemand mal kontrolliert wurde, irgendwie einen Monat nachdem der was genommen hat und der Test war irgendwie trotzdem positiv. Ja, kann man lange nachweisen. Dann, das ist halt übelst hart so. Wenn du säufst, kannst du am nächsten Tag quasi fahren. Hm. Aber wenn du vor einem Monat mal gekifft hast. Ach, 3 Promille. Ja, aber Restalkohol von gestern. Es ist halt keine Entkriminalisierung, wenn quasi am Steuer noch alles wie vorher ist. Das ist halt schon sehr, sehr braindead. Das ist eh wieder so eine Shitshow. Was nicht auch wissen, der Gefolge hat, dass Leute, die sich ein neues Auto kaufen, auch automatisch das Deutschlandticket bekommen, geschenkt. Ich dachte, das war auch eher. Also, da weiß ich nicht, meine ich. Ich dachte, also irgendwer war das auch gewesen. Richtig bescheuert. Was uns zum nächsten Thema führt, das Deutschlandticket, 49-Euro-Ticket, ist jetzt quasi raus. It's on, baby. Mal. Und ich habe es mir nicht geholt. Nee, für diesen Monat brauche ich es auch nicht. Auf keinen Fall, weil es lohnt sich nicht, ey. Ich finde es echt so bekloppt, dass man irgendwie, klar, cool, dass man jetzt irgendwie ein einheitliches Ticket hat bundesweit, wo man ÖPNV fahren kann. Aber 49 Euro, Alter, und Abo-System. Also Juni, Juli, August werde ich, glaube ich, schon auch wieder, also nicht alle Monate, aber 1-2 davon werde ich schon, denke ich, Gebrauch davon machen. Obwohl natürlich 49 Euro trotzdem, ich habe gestern, hat im Stream jemand gesagt aus Österreich, oh, ihr beschwert euch über 49 Euro, das ist so ein geiler Deal. Aber wenn man halt zum Vergleich das 9-Euro-Ticket nimmt, tut es halt trotzdem sehr weh. Und es bringt vor allem auch den kleinen Leuten wieder nichts, weißt du, die jetzt irgendwie obdachlos sind und so. Weil du musst ja auch deine IBAN angeben und so, du hast ein Abo-Modell. Das heißt, du kannst nicht einfach zum Schalter gehen, dir das Ticket holen und das dann benutzen, sondern du musst ein Abo abschließen mit deiner Bankverbindung und so weiter. Das ist so bescheuert. Ist das so, ja? Ja, das ist richtig dumm. Ich bin noch gar nicht beschäftigt, das ist ja räudig. Ja, du musst halt kündigen. Das ist halt ein Einjahresabo. Kannst zwar kündigen irgendwie jeden Monat, aber ich finde es halt trotzdem völlig bescheuert. Bringt überhaupt nichts den Leuten, die es eigentlich gebrauchen könnten. Und ich muss auch rechnen. Ich habe mal geguckt irgendwie, jetzt kostet das ein Hopper-Ticket so 11 Euro, wenn du nach Erfurt oder Jena fährst, hin und zurück zusammen. Also müsste man quasi 4,5 Mal halt irgendwie dahin fahren. Und das mache ich nicht immer im Monat. Deswegen lohnt sich fast nicht. Da muss man halt schon gucken. Also wie gesagt, für Mai auf jeden Fall nicht. Aber ich habe dann zum Beispiel eine Hochzeit, wo ich zu Gast bin. Mhm. Und dann ist ja Gamescom. Und dann kann man ja auch mal einen Trip irgendwie nach Buxtehude oder sonst wo machen und so. Und das passt schon. Survival-Stream in Apolda zum Beispiel will ich auch mal machen. Mhm. Und das ist natürlich nicht so weit weg, aber kann man ja alles dann mal mitnehmen. Bist du mutig, ey. Würde ich lieber in die Antarktis fahren. Ja. Das wäre wirklich, also Apolda Warrior, das wäre richtig beinhart. Da würden die das nicht mitmachen. Das ist nämlich auch krass an den Start gegangen. Arctic Warrior, ich habe ein paar Folgen geguckt. Ich habe, glaube ich, alle geguckt, die bis jetzt raus sind. Die letzte hat mich ein bisschen wieder verloren. Die vorletzte war super witzig, weil diese Teams, die da zusammengestellt wurden, super toxic sind teilweise. Mhm. Also da ist so ein Profi dabei. Der hat eine Dame an seiner Seite, die aber auch schon 30 ist und er sagt so, ja, also in deinem Alter, ne, dieser Altersunterschied, du musst dir das erstmal verdienen, dass ich dir überhaupt vertraue und so, das ist alles irgendwie so ein bisschen schwierig bei denen. Dann gibt's noch Evil Jared macht da mit, falls du den kennst. Klar. Der ist da dabei. Bloodhound und Gangbassist, Legende. Und der hat halt auch einen Profi an seine Seite gestellt bekommen, der so ein bisschen psychopathisch wirkt und den die ganze Zeit so ein bisschen
rumkommandiert und zur Sau macht. Und dieser glückliche kleine Junge im Manneskörper sitzt da und grinst den an und der so, ja, mach mal hier, jetzt lauf mal, lauf mal. Das ist hoffentlich teilweise ein Act, den er da aufsetzt, aber es ist so unsympathisch. Mhm. Und davon hat das für mich ein bisschen gelebt. Das war in der letzten Folge jetzt nicht mehr so krass, dass die sich ja angebieft haben. Aber bevor wir hier beenden, Tino, müssen wir zumindest noch erwähnen, dass die Krönung von Charles dem Dritten die ist gerade genau am Passieren ist. Wow! Das war ja auch voll der, also als wir in London waren, haben sie ja gerade aufgebaut, irgendwie die ganzen Tribünen und so, und haben Straßen abgesperrt, das war Verkehrschaos und so. Und so viele Menschen waren jetzt schon dort, also das war echt ein riesiger Aufwand, was das kostet. Da waren so riesige Banner gewesen mit irgendwie seinem Regierungsspruch irgendwie, Glorious and Happy oder so, oder Happy and Glorious. Inglorious Bastards, das wäre mein Regierungsspruch. Und ich meine, ich finde ihn bisher nicht sympathisch, aber er soll wohl als erster König irgendwie liberaler sein und hat wohl auch irgendwelche Schwursprüche angepasst. Nicht nur irgendwie er schwört, das Christentum zu verteidigen, sondern will irgendwie eine Glaubensfreiheit in England vorantreiben. Ein Held. Ich habe auch gelesen, jetzt bei der, als er zum Palast gefahren ist mit Kutsche, gab es eben auch Menschen verschiedenen Glaubens, die vor ihm gelaufen sind mit irgendwelchen Fahnen und so. Also auch Muslime und so weiter. Und er setzt sich wohl sehr für Glaubensfreiheit ein. Was ich gut finde und auch so ein bisschen diese ganzen Kolonialismus-Geschichten aufarbeiten will und so. Also er macht Versprechungen, die erstmal ganz gut sind, aber es bleibt trotzdem mega sinnlos, dass es irgendwie eine Königsfamilie gibt und so. Aber ja. Er will nicht ganz so scheiße sein, wie er scheiße sein könnte. Ich verbleibe mit einem gediegenen I don't care. Ja, same. So, was gibt es denn für diese Woche, Tinko? Na gut, Boris Palmer ist noch aus von den Grünen ausgetreten. Das ist vielleicht noch eine Meldung. Schon, aber ja, weiß ich nicht ist genau. Eine Situation. 2.5. oder so, ja. Ja, also ich würde jetzt auch nicht eine hohe Zahl geben, aber es ist mehr als letzte Woche. Es gab Larifare YouTube und Streamer, bla. Da würde ich schon auf eine 3 oder 3,5 gehen. Ja, es gab schon so ein paar Attentate noch und Amokläufe, die wir jetzt nicht besprochen haben. Na gut, dann. Und die Krönung ist auch ein großes Ding, historisch gesehen. Ja, aber ach, das ist doch so uninteressant. Also gemäß. Es gab noch diesen Drohnenangriff auf den Kreml, der ja vielleicht auch eine False-Flag-Aktion war, man weiß es noch nicht genau. Gibt es auch Hinweise dafür. Also ich finde es nicht ganz auf einer 4, also auf einer 3. Ich würde mindestens eine 4 sagen. Dann geben wir die 4. Gar kein Problem. Geil. Und was geben wir jetzt noch in die Playlist rein? Wie schon gesagt, ich bin ein riesen Fan gerade von dem Ghost-Cover. Jesus, He Knows Me ist echt ein Banger-Hit. Hört rein. Ghost, allgemein eine richtig geile Band. Aus Schweden, glaube ich, kommen die. Die war noch lange Zeit anonym, sind auch mit Masken aufgetreten. Und dann gab es einen Rechtsstreit, dass seine Band den Frontmann verklagt hat. Dass hieß er, die Band Weimar? Nee. Rechtsstreit. Dass er sie nicht ordentlich bezahlt hätte nach den Verkäufen und so weiter. Aber sie konnten nicht belegen, dass sie Teil der Band sind. Okay. Die sind nämlich nur Live-Band. Also er ist Solokünstler und bezahlt sie halt für Live-Auftritte. Und sie dachten aber, dass sie in der Band wären und würden auch an den Tantiemen mitkassieren, an den Songs und dem Erfolg, was nie so vereinbart war, das konnten sie auch nicht nachweisen. Und so haben sie verloren, hat sie dann sich eine neue Band gesucht, so neue Member, aber er ist so ein bisschen der Mastermind, so ein bisschen wie fucking Ola Racing Team so, er bezahlt ihr mehr nach Auftritt. Und jedenfalls in dem Gerichtsverfahren wurde dann halt sein Name geleakt, so Tobias Furch heißt der, ist auch inzwischen bekannt, der tritt auch inzwischen auch auf ohne Maske in Interviews und so. Aber geile Band, er ist ein cooler Typ und macht gute Musik. Jesus, He Knows Me von Ghost in der Playlist. Brennholz unter Musik. Was hörst du heute? Ja, dann müssen wir jetzt einen Phil Collins Song da noch reinmachen, aber nicht I Can Dance. Das kann ich den Leuten nicht zumuten. Na, Phil Collins oder Genesis? Nee, schon Phil Collins. You Can't Hurry Love, In the Air Tonight, Another Day in Paradise. Nee, Easy Lover. Doch, nehmen wir Easy Lover. Oh, ja, geiler Song. So. Haben wir zwei Phil Collins quasi. Ja. Geil. Ich habe zwei Kumpels, die ihn live gesehen haben letztes Jahr und das war ein bisschen enttäuschend, weil er sitzt den ganzen Abend nur noch da und singt so ein bisschen, hat eine riesige Band und Background-Sängerin, die da unterstützen. Er hat es einfach nicht mehr so richtig drauf. Der Mann ist alt. Ja. Aber wir haben zum Glück seine Greatest Hits in unserer Playlist drin. Aber ich liebe Phil Collins. Muss auch nicht alt sein dafür. Ich glaube, ich bin Fan geworden durch die GTA-Spiele, weil er auch manchmal im Soundtrack war. Er war nicht nur im Soundtrack. In GTA Vice City Stories war er als Person selbst drin. Das weiß ich gar nicht. Krass. Hat da einen Auftritt im Stadium. Sehr, sehr geil. Kann man ihn doch abschießen? Nee, ne?
Nee, aber ich hoffe, GTA 6 gibt bald mal News. Der Leak ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Stimmt. Und ja, wascht noch euch. Lange nicht. Ich glaube, dass das online noch so gut läuft, GTA Online. Ja, aber es, also wir wissen ja, dass es in Arbeit ist. Und ich glaube, irgendwie hieß es, dass Ende 2024 angepeilt ist. Aber das halte ich für sehr optimistisch. Bin gespannt. Ja, Leute, wascht euch, wie Robin schon gesagt hat. Rettet die Wale. Ja. Hört die Musik, die gerade wieder gut läuft. Bis nächste Woche. Ja. Selbe Welle, selbe Stelle. Küsschen. Tschüss.